Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Last Gehen of wir Us runter. 2. Ja, wir gehen gleich runter. Jo, es hat im letzten Part funktioniert. Wir hatten eigentlich kein Rauschen mehr. Wie ich das gemacht habe, wie gesagt, einfach eine Decke drüber. Also, natürlich nicht direkt über die PS4, sonst, wird sie ziemlich schnell überhitzt, aber etwas darüber, ne, einfach so ein Beschallungsschutz. Aber es waren keine 10 Sekunden, sondern 30 Sekunden. Ich habe da gestern geguckt. Und naja, jetzt geht's weiter. Und ich hoffe, das bleibt bei dieser Folge auch so. Sonst kotze ich im Strahl. Und das werde ich also ab jetzt bei jedem Let's Play verwenden. Weil ich keinen Bock habe auf das Rauschen. Wohin wollen wir? Zu den Steinbrücken. Schnappt euch die Schaf! Okay. Bleib hinter mir. Bringen Sie um! Moment. Es fängt an laut zu werden. Sich gegenseitig um. Gut. Mach sie nieder. Wunderbar. Ich glaube, jetzt in dem letzten Abteil des Spiels. Ich habe die letzten zwei Folgen übrigens irgendwie in zwei geteilt. Deswegen. Sie sitzen in der Falle! Sichert die Fenster! Sie dürfen uns nicht umzingeln! Na bitte. So schön, wenn sie sich gegenseitig abknallen. What the fuck? Ich liebe die Axt.
Schön ins Gesicht. Ich sehe niemanden. Nicht nachlässig werden. Werden wir nicht. Festhalten. Hör! Was heißt hier mehr oder weniger? Kopf runter! Gib einfach die Richtung vor! Da vorne! Ab geht's! Bereit machen! Ich sehe Abby! Bewegung! Nach hinten! Moment. So. Scheiße. Nichts kann uns aufhalten. Nichts kann uns aufhalten. Moment. Abby! Oh, shit! Auf die Reiter! Fahr zur Hölle jetzt! Lass uns in Ruhe! Warte, wir kommen durch! Alles klar. Abby, weiter! Oh Gott! Wow. Lev, das Pferd! Vergiss es! Wir müssen weiter! Ah, ja. Die Docks! Okay, wir müssen hier raus. Hier lang. Komm. Thank you.
Gucken wir uns noch ein bisschen um. Ist zwar ultra unlogisch, aber egal. Sie wird uns retten! Ach, da oben. Dein Leben ist vorbei, Wolf. Na gut, dann nehmen wir das Sturmgewehr. Auch gut. Absolut kein Problem. Absolut kein Problem. Was sind die Kanalratten? Bist du dran, Abby? Ah ja, bin ich das. Ja, wer will noch? Jetzt soll ich mit der Schotti. Ich komm nicht durch. Man kommt immer überall durch. Hier rauf. Los. Wir müssen hier schnell weg. Okay, dann eben da lang. Komm. Dreckiger Wolf. Na komm.
Was? Ein drittes Mal nachschlagen? Ultrainstinkt aktiviert. 1, 2, 3 und aber scheiße, hat das hässlich ausgesehen. Nein, wo sind meine ganzen Waffen? Sieht aber so aus, als würde... diese einheimischen Brut gewinnen. Und die Wolves abkacken. Und jetzt ist der Scheiß am Eskalieren, weil jetzt kommen sie zurück und jetzt sind alle tot. Also beide. Dem Regen. Ja. Moment.
Was sieht man das von hier? Was sie da veranstalten? Ach so, ich darf nicht da unten durch. Oh, oh. Was zum? Ist das? Bleib hinter mir. Ja, da ist Ellie schon durchgerannt. Jetzt bin ich gespannt, wie sie auf die Pferde von uns gekommen ist. Weil keiner von den beiden wusste, wo wir stecken. Keiner von den beiden. Das ist bis jetzt das Unlogischste dran. Vorsichtig. Oh ne, sie haben es auf der Karte reingeschrieben. Oh Mann. Abby. Also wusste sie auch, wo sie steckt. Ich dachte noch, die Karte hätte ich mitgenommen, aber an sich. Also jetzt spielen wir sie noch bis da rein, oder was? Erstmal müssen wir da reinkommen. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Warum interessiert es, also sollte es einen interessieren, wie die reingekommen sind? Denn es ist ja Fakt, dass sie reingekommen sind, also. Das ist jetzt wohl nicht so unlogisch gewesen.
Sprich das an. Alles okay, Lev? Ja. Such weiter. Hier. Okay. An die Leiter. Bereit? Oh-oh. Ich weiß jetzt genau, wo sie ist. Okay. Still jetzt. Was zur Hölle ist da drüben los? Was sind Leas? Vorsichtig. Bleib nah bei mir. Ich suche nur noch nach möglichen Münzen, die jetzt im Komplex versteckt werden könnten. Aber sieht nicht danach aus. Oh Mann, der gute Chess hier. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Weil ihn haben wir gar nicht gesehen. Tötest du mich wie ein Feigling? Ich erschieße ihn auch. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf. Sofort. Und nicht, was sie sagt. Halt die Fresse. Okay. Stopp. Stopp. Waffe runter. Waffe runter. Fuck. Nein. Nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Jetzt bin ich gespannt. Darauf hatte ich schon etwa gefühlte 10 Folgen. Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Hat sie gerade auch Tommy erschossen? Bleib hier. Pass gut auf. Nee. Nein. Jetzt gegen Ellie? Renn mir ja nicht weg! Jetzt gegen Ellie und Tommy hat sie auch erschossen?
Nee. Meine Fresse. Nicht auch noch Tommy. Ja, also jetzt ist... Ja. Hast du keine Knarre mehr? Du bist tot. Tut mir leid, Ellie. Tut mir leid, Ellie. Tut mir leid, Ellie. Miese Drecksau! Ah ja. Tut mir leid, Ellie. Tut mir leid, Ellie. Tut mir leid, Ellie. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Bitte nicht gegen Ellie. Bringt mir jeden anderen, selbst Tommy, aber nicht sie. Es muss ein Teil 3 geben. Jetzt ist sogar Tommy tot. Sie halb tot. Was ist es dann, Ellie, so eine Kastenbraut? Und du willst mir jetzt wirklich sagen, das war's jetzt?